Hallo Leute und willkommen zu einem Let's Test. Ich teste für euch heute Microsoft Flight. Wie auch schon der Name angegeben ist, ist dieses Spiel von Microsoft entwickelt. Ich habe schon ein wenig das Game angezockt, aber ich würde mal sagen, wir machen einfach mal einen Trainingsflug. Nochmal zu den Ladezeiten. Die Ladezeiten sind eigentlich relativ lange, was ein kleines Manko ist beim Spiel. Das Spiel ist übrigens auf Steam kostenlos erhältlich, also free to play sozusagen. Deswegen habe ich mir auch geholt und wollte es einfach mal gucken. Ist auch relativ schnell runtergeladen, also nicht groß die Größe sozusagen des Spiels. Ja, und wir warten jetzt immer noch 50% in Fastelania. Wenn Sie einen Einsatz auswählen, sind nur für diesen geeignete Luftfahrzeuge in Hangar verfügbar. Und wir können schon nicht lesen. Vorhin schon ein bisschen aufgenommen. Aber irgendwie kann ich nicht lesen. Sparen Sie sich übertriebene Steuereingaben und radikales Fliegen für Notfälle und Kunstflüge auf. Und da geht es auch schon los. Wir haben jetzt hier das Gashebel. Das können wir mit der W-Taste oder mit dem Mausrad halt erhöhen. Und können wir langsam abheben hier. Jo, da flimmen wir ab. Wunderbarchen, wunderklärchen. Mit dem Mausrad, beziehungsweise mit der Maus, steuern wir die Geschwindigkeit. Zumindest nicht die Geschwindigkeit, sondern die Bewegung des Flugzeugs. Das heißt, wenn wir uns nach links neigen, nach links oder nach oben, rechts runter. Wunderbar. Und wie schon gesagt, mit dem Mausrad regeln wir das Gashebel, was hier oben zu sehen ist. Ja, also die Landschaft ist jetzt weniger schön. Ist halt ein, wenn man erwarten von einem Free-to-Play-Game. Aber eigentlich auch schon relativ schön, wenn man mal Bock hat, irgendwie mal so ein Easy-Game zu zocken. Ist auch relativ leicht steuerbar. Anfangs war es relativ schwer, das zu steuern. Aber wenn man sich da mal so ein bisschen reingefuchst hat, passt das eigentlich schon ganz in Ordnung. So. Treibstoff ist auch relativ viel drin. Drehen mal rein. Mal Richtung Wasser. Mal sehen, wie das aussieht. Also die Texturen, in einer Skala von 1 bis 5 Sternen, würde ich die Texturen, würde ich eine 1 geben. Ja, eine 1. Na gut, eine 1,5, weil ja doch Bäume mit eingearbeitet sind und so weiter. 1,5, aber die Häuser und seht schon die Landschaften, einfach nur platt, mau, hässlich. Details sind jetzt nicht allzu viele, aber was will man erwarten, ist halt free to play, wie schon gesagt. Joa. Mit der X-Taste könnten wir, war das glaube ich mit der X-Taste? Ne, mit der G-Taste könnten wir die Räder einfahren lassen. Und jetzt fliegen wir hier sozusagen mal übers Wasser rüber. Wunderschön. Auch hier das Wasser hätten sie vielleicht ein bisschen detailgetreuer machen können. Aber wird nicht gerade notwendig sein. Hier die Wolkenkratzer. Ich hab mir mal überlegt, vielleicht können wir auch wie so eine Skala einrichten, weiß ich nicht. Aussehen, Spielerfreundlichkeit sozusagen, Steuern und so weiter. So, dann gehen wir mal runter. Und dann vielleicht irgendwie Steuerung, Spielverhalten und so weiter. Und das irgendwie so hinkriegt. Und da sind wir gelandet. So noch. Bremse betätigt. Wenn es die Bremse ist. X, glaube ich. War's. Ja. Stell mal ein bisschen lauter hier. So.
X. C. So. Gehen wir mal auf Trainingszug beenden. So. Dann gehen wir mal auf eine Reise nach Hawaii. Was haben wir hier? Hilo, Hinto. Bradshaw. Piloten benötigt. Sehen Sie sich die Jobangebote an, um einen neuen Job in Bradshaw AAF anzufangen. Jobangebote. Oh. Fliegen Sie für einen Bürger von Bradshaw AAF nach Weimar Kohala. Entfernung 16. Ist ja relativ kurz, die Strecke hier. Bringen Sie 3 Passagiere. Okay, das ist aber noch gesperrt. Ist alles noch gesperrt. Okay. Erreichen Sie Level 3. Absolvieren Sie den Einsatz hoch. Hochzeitsfeier. Haben wir hier für Jobangebote? Sind die gleichen. Okay, dann gehen wir mal wieder zurück. Hilo Intel. Ja, müssen wir noch ein bisschen kurz reinfuchsen hier. Pilotenprofil, Hangar, Trainingsflug, Aktivitäten, Einsätze. Hochzeitfeier, eine Einführung zur Icon A5. Einsatz auswählen. So, jetzt wieder dieser schöne Ladebalken. Der Ladebalken bekommt für mich oder von mir eine 3 von 5 Sternen. Erstens die Abzüge halt, weil es halt so lange dauert, obwohl es jetzt hier nicht relativ schnell geht. Aber die Pluspunkte gab es eigentlich nur für das Wallpaper, weil das ist wunderschön gemacht. Und jetzt geht's auch weiter. Danke. Hören Sie, ich habe eine besondere Übung für Sie. Ihre erste Wasserlandung und eine Feier. Toll. Ich muss zu einer Hochzeit von Freunden. Sie findet in der Bucht auf einer Yacht statt. Sie sind schon losgesegelt, deshalb komme ich nur mit der Icon hin. Mhm. Sehen Sie sich im Cockpit um. Überschaubar, was? Ja. Fast wie ein Auto. Richtig gut. Und ich darf dich jetzt dahin chauffieren oder was? Ich glaube, es ist aber eine Frechheit. Sehen Sie sich im indem Sie die rechte Maustaste halten und ziehen. Wow, ich habe keine Beine, ich habe keinen Körper. Cool. Wo ist die Beifahrerin? Ist auch nicht da. Ja. Das gibt auch 0 von 5 Punkten. Zentrieren Sie Ihre Ansicht, indem Sie rückdrücken. Wenn Sie bereit sind, geben Sie einfach Gas, um zu starten. Let's go. Was? F4 Vollgas oder verwenden Sie das Mausrad? F4! Warte mal. Geben Sie weiter Vollgas. Ja, 8. Heben Sie zum Abheben die Nase hoch. Ja, ist doch in Ordnung. Meine Güte. Das war einfach. Wir fliegen. Wow, das ist relativ anfällig, das Vieh. Fahren Sie jetzt das Fahrwerk ein. Ja, geh. Okay. Steigen Sie auf 500 Fuß. Ja, du, was willst du noch mehr alles hier? Ey. Nase runter zum Hochschneiden. Steigen Sie auf 500 Fuß. Boah, ist das Vieh ekelhaft. Wow, Strömungsabriss. Gefährlich. Dann steigen wir halt so an. Gut, geschafft. Sie auf 5500 Umdrehungen oder etwa 90% und halten Sie diese Höhe. Drehen Sie jetzt auf Kurs 340 ab. Hey. Sie sehen unsere Kursänderung auf der Anzeige oben auf dem Bildschirm sowie auf dem GPS im Cockpit. Wow. Okay, da haben wir's. Gut so, wir sind auf Kurs. Kurs halten, dann sagt mir an der Küste die Yacht sehen. Mach ich doch schon. Heilige Mutter, also das Flugzeug ist relativ schwierig zu halten. Sie verwenden die Cockpit-Ansicht. Ja? Mit dieser Ansicht können Sie die Steuerung im Cockpit bedienen. Echt? War gar nicht aufgefallen. Sehen Sie sich die verschiedenen Ansichten nochmal genauer an, dann haben Sie bestimmt bald den Durchblick. Ha, alles klar. Alle Ansichten durchschalten, F7, Verfolger koppelt, blablabla. Sagen wir mal F7. Mit der Kamera können Sie sich einfach umsehen. Ja, ist ja viel besser, das ist ja. Mit der Verfolgersicht oder? Sehen Sie den Flugweg der Maschine. What the fuck? Scheiße. Die Vogelperspektive hilft, auf einem Flughafen klarzukommen.
Ja, so, die, das glaube ich nämlich, warte mal. Das nehme ich vielleicht. Weil. Boah, leck mich doch am Arsch. Eigentlich kann man damit besser landen, aber jetzt muss ich hier landen. Recht. N. Halt die Fresse. Alter, die geht dann auf Sack. Ey, ganz ehrlich, was die alles von uns will? Ja, auf 500 Fuß hoch. Hinten nach rechts, nach links. Sofort hoch. Nein, nein, nein. Wie, du machst es nicht. Der meckert sich garantiert wieder voll. Verwenden, wenn er verfügbar ist. Halt die Fresse. Das sieht nach unserer Yacht aus. Echt? Cool. Passieren Sie die Yacht, um zu landen. Fliegen Sie zur Yacht. Ja. Und nun? Fliegen Sie tief, damit Sie uns sehen. Dann halten Sie das Schiff an, damit wir landen können. Fliegen Sie niedrig über die Yacht. Ja. Alles klar. Jetzt ein Maschinengewehr. Dann, 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 dann. Jetzt richtig schön abschießen, das Vieh. Alter, hab ich gar nicht gesehen. Bist du behindert? Super, wir haben uns gesehen. Scheiße, Mann. Wir brauchen Platz, um zu landen. Ja. Fliegen Sie nach Norden, Distanz für die Landung zu schaffen. Noch ein bisschen mehr Vollgas. Oh, oh, oh. Fliegen Sie etwas weiter. Halt doch mal deine Schnauze. Regt einen auf. Die regt einen auf. Ja, wie weit ist das noch entfernt? Ah, toll. Wow. Dreh rein, Junge. Dreh rein. Okay, jetzt einfach gleichmäßig sinken und für die Landung auf 6-0 Knoten abbremsen. Antriebe auf 2,5% oder 2500 Umdrehungen und passen Sie mit dem Höhenruder Ihrer Geschwindigkeit an. Durch Anheben der Nase werden Sie langsamer und durch Absenken schneller. Ziehen Sie den Gashebel im Sinkflug zurück, um nicht zu schnell zu werden. Landen Sie etwa 100 Fuß vom Schiff entfernt. Nicht zu nah, sonst rammen wir es noch. Ah, wäre cool, wenn wir die rammen können. Langsamer als 6-0 Knoten sein. Antrieb auf Leerlauf, damit das Flugzeug auf dem Wasser aufsetzt. Tja, das war etwas hart, aber gut gelandet. Halt die Fresse, das war super. Das war überhaupt nicht hart, das war nichts, das war super. Guck dir das doch mal an, ich sitze da alleine in dem Teil drinne, was soll denn das? WTF, wieso bin ich da hingeflogen? Ich sitze da alleine drinne. Alleine? Und da steigt doch nicht mal einer aus? Was ist das denn, Auszeichnung, Kokos-BH? WTF? Na, wenigstens einen Erfahrungspunkt bekommen. Annehmen. Cool. Nächster Einsatz, meine Damen und Herren, hier. Wie viel haben wir denn schon geschafft? Wie viele Minuten? 13, fast 14. Mal so ungefähr noch bis zu einer halben Stunde, dann dürfte es auch gewesen sein. Tutorial 2, landen. Lernen Sie in dieser Stunde, wie man landet. Kann ich schon. Tutorial 1, erlernen Sie die Grundlagen. Hochzeit 2, eigentlich doch schon geschafft. Können wir mal sagen, was haben wir hier? Goldrausch, Hilo, Sturman, Intro. Einsatz auswählen. Cool, eine gelbe Maschine. Kostenlos weiterspielen. Melden Sie sich mit einem kostenlosen Games for Windows Live-Konto oder einem Xbox Live-Konto an und erhalten Sie freien Zugang zu folgenden Extras. Die Boeing PT-17 Sturman, zusätzliche Einsätze, weitere Aero-Cages, Multiplayer mit Freunden, Erfolge und Auszeichnungen, Pilotenstatistik. Ja, also wenn ihr eine Xbox habt, ja, und wenn ihr eine Xbox habt, könnt ihr das ganz easy kaufen und das geht wahrscheinlich nicht. Was haben wir hier? Tutorial 2. Was? Pololi. Ich will irgendwo landen, ich will irgendwo hinbringen. Goldrausch, ne, sieht scheiße aus. Land, was? Sturman Land Herausforderung. Auch über Xbox Live. Gehen wir mal nach Alaska. Cool, geht auch nicht. Danke. Ja, es ist halt ein bisschen eingeschränkt, es ist halt bloß eine Free-to-Play-Version.
Und die bringen halt die Free-to-Play-Sachen eigentlich nur raus, um die anderen zu ködern. Na, machen wir hier das Tutorial 2. Landen. Lernen Sie in dieser Stunde, wie man landet. Ja, in dem Game, was ich zuvor gezockt habe, beziehungsweise vorher ein bisschen ausgetestet habe, war es halt hier Tutorial 1 Grundlagen. Erlernen Sie die Grundlagen des Fliegens. Ist halt genau das gleiche, was wir gerade gemacht haben. Und jetzt versuchen wir mal zu lernen, wie man landet. Sich G-Kräften auszusetzen und auf den Boden aufzuprallen, löst unfreiwillige Kopfbewegungen aus, die ihre Sicht verändern. Siehst du mal. Und wieder der Ladebildschirm. Kann man sich eigentlich bloß ganz entspannt zurücklehnen und warten. So, da sind wir jetzt auch wieder. In dieser Stunde gehen wir die Grundlagen für die Landung eines Leichtflugzeuges durch. Alright. Wir sollen den Einsatz mehrmals fliegen. Ein perfekter Landeanflug und die Landung erfordern Übung. Halt die Fresse. Ich brauche keine Übung. Wir fliegen die Aikna 5 etwas südlich von Kona International. Die Piste ist riesig, kaum zu verfehlen. Sie wurde auf einem Lavafeld angelegt. Super, klasse, Lavafeld, toll. Okay, bei der Landung kommt es auf drei Dinge an. Was denn? Tempo, Tempo und ja genau. Tempo! Bist du witzig. Mein Lehrer hat mir immer gesagt, wer bremst, halt die Fresse. Wenn ich jetzt bremse, komme ich runter, aber nicht lebend. Ziehen Sie den Gashebel auf 4-5% oder etwa 3800 Umdrehungen. So, also spannend. Achso. 4-5% hat sie gesagt. Gut. Fahren Sie jetzt das Fahrwerk aus. Geh! Die Nase senkt sich ab. Ziehen Sie die Nase für einen sanften Sinkflug leicht hoch und wir bremsen ab. Ich zeige Ihnen jetzt mal was. In diesem Teil der Stunde bediene ich den Gashebel. Konzentrieren Sie sich auf das Fliegen der Maschine. Okay. Das Tempo ist entscheidend für die Landung, also achten Sie. Dann betätigen wir meinen Gashebel. Ah! In dieser Maschine sollten wir die Piste mit etwa 5-5 Knoten anfliegen. Versuchen Sie mal, die Maschine durch Anheben oder Absenken der Nase zu bremsen oder zu beschleunigen, ohne Gashebel. Das mag seltsam klingen, aber es hilft bei der Landung. Versuchen Sie es. Ich lande so, wie ich das will. Also heben Sie die Nase an. Gut so, das Tempo passt. Gut, wir sind bei 5-5 Knoten. Halten Sie das Tempo nur mit kleinen Korrekturen. Okay, gut so. Übernehmen Sie jetzt wieder den Gashebel. Oh, mir hat's gefallen, wenn du an meinem Gashebel rumgespielt hast. Sehen Sie die Lichter links von der Piste? Ja. Man nennt sie Papi-Lichter. Papi. Sie sagen Ihnen, dass Sie auf dem Gleitpfad für die Piste sind. Sind alle Lichter rot, sind Sie zu niedrig. Sind alle weiß, sind Sie zu hoch. Bei zwei weißen und zwei roten sind Sie genau auf dem Gleitpfad. Natürlich haben nicht alle Flughäfen diese Lichter. Manche nutzen ein ähnliches System namens Wasi. Jetzt sehen Sie vier rote Lichter, also fliegen wir zu tief an. Mit dem Gashebel korrigieren Sie die Höhe des Landeanflugs. Wir fliegen etwas zu tief, also geben Sie etwas Gas. Wir brauchen zwei weiße und zwei rote Lichter. Und das? Ah, Strömungsantrieb, ja. Ich sehe schon. Volle Pulle! Ja, wie hoch soll ich denn noch sein? ETF? Wir sind genau da, wo wir sein müssen. Ja, genau. Stellen Sie den Gashebel nach der Korrektur wieder zurück. Okay, gleich haben wir es. Nehmen Sie nur kleine Korrekturen vor. Wir sind zu hoch. Gas rausnehmen. Gar nichts mehr. Okay, ganz entspannt. Wow. Bro, was los? Bro? Ey.
Alter, wir trudeln richtig stark. Seien Sie ganz vorsichtig. Je ruhiger Sie fliegen, desto besser. Ja, ich will's. Deswegen probier's ja. Und jetzt reduzieren Sie über der Piste den Antrieb auf Leerlauf. Hab ich. Und halten Sie die Nase hoch, damit das Flugzeug aufsetzen kann. X. Ja, für eine gute Landung braucht es etwas Übung. X. Und jetzt darfst du abbremsen, bis wir bei etwa 1,0 Knoten sind. Null. Und nochmal, Übung macht den Meister. Fick dich, ich bin gut. Also lass mich in Ruhe, ich hab das Tutorial abgeschlossen und jetzt verschwinde. Kann das nicht ein Mann machen? Meine Güte. Meine Güte, du. Wunderbar, wunderbar. Was haben wir hier Schönes? Sturman, ich kann mal hier ein bisschen scrollen, aber hier haben wir nichts weiter, also es ist bloß Hawaii freigegeben. Icon A5, das haben wir gerade gemacht, ja. Mhm. Machen wir mal Pololu. Gedöns. Ja, wir können bloß an den Icon fliegen, denn der Sturman ist bloß bei live verfügbar. Das habe ich nicht. Wenn die Flügel eines Flugzeugs nicht glatt durch die Luft schneiden, wird sich der Bug senken, da das Flugzeug wegen der Turbulenzen an den Flügeln überzieht. Sobald die Luft wieder glatt fließt, fliegen sie wieder ruhig. Hey, ich kann doch lesen. Cool. Naja, gut. Mein Popschutz sitzt nicht richtig. So, jetzt sitzt er wieder richtig. So, was los jetzt hier? Ich will zocken. Ich will zocken. Aber so richtig zocken. Oh, da geht's los. Fliegen Sie die Reihe nach. Alle grünen Ringe. Kunstflugmanöver oder Nachtflüge-Bonuspunkte erzielen. Fliegen Sie den Spearman-Kunstflugeinsatz im Hawaii-Pack, um die Manöver zu lernen. Je schneller Sie den Parcours fliegen, desto mehr Punkte erhalten Sie. Geben Sie immer Vollgas, das zusätzliche Tempo hilft, wenn Sie steigen müssen. Alles klar. Ring 1 haben wir geschafft. Führen Sie Kunstflugmanöver aus, um Bonuspunkte zu erhalten. Pff, fick dich. Mach ich auch nicht. Dann würde ich mal sagen, lauschen wir der wunderschönen Musik. Wunderschön. Musik kriegt auch ziemlich viele Punkte von mir. Also 4 Punkte von 5. 4 Sternchen. Muss ich mir nochmal überlegen, wie ich das so mache. Vielleicht in dem nächsten Netztest, dass irgendwie mal so Sterne. Bewertung irgendwie einbaue. Mal schauen. Und jetzt leise. Okay. Oh, das ist gefährlich. Die Musik ist auch aus. Aber wie ich das so höre, gibt es wirklich mehrere Tracks. Also nicht nur einen, der die ganze Zeit abgespielt wird. Es gibt wirklich mehrere. Das finde ich ziemlich schön. So, gleich nochmal hoch. Perfekt.
Ja, das Flugzeug ist jetzt, wenn man ein bisschen geübt hat, eigentlich relativ leicht steuern. Und da haben wir es auch schon geschafft. Wunderbärchen, alles klärchen. Zack! Jo! Oh, wo muss man hin? Nein, gar nichts. Okay. Cool. Geschafft. Ja, dann gehen wir wieder zurück zum Hauptmenü. Und ja, dann würde ich einfach mal sagen, bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Das war das zweite letzte Test, was auf meinem Kanal erscheint, von Microsoft Flight. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr einen Daumen hoch geben. Wenn nicht, dann könnt ihr das auch sein lassen. Guckt mal in die Videobeschreibung, haben sich versprochen. Guckt mal in die Videobeschreibung und da stehen ja meine Facebook und mein Facebook-Account und mein Twitter-Account. Ja, abonnieren nicht vergessen, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid. Wenn ihr Bock habt, natürlich nur. Wieder dazu keinen Zwing. Ja, dann würde ich mal sagen, sehen wir uns im nächsten Let's Test. Bis dann. Tschaußen.